Na, hallo, habt ihr mal wieder Lust, ein bisschen zuzuschauen hier? Es wird Zeit, dass wir ein paar Rekruten abbekommen. Aus diesem Grund reite ich hier das Swadische Reich ein bisschen ab. Oh, das ist gut, komm ruhig mal her. Zack. Boah, 34. Klappt das? Yay! Es hat geklappt, er macht mit. Veluka gehört uns! Wow! Ich freue mich! Macht haben macht mich immer geil. Immer wird von niemandem verwaltet. Ja, ich gebe dem erstmal den Matthias, damit er sich voll freut. Keine Angst, Castor, du kriegst auch noch irgendwas. Oh, jetzt komm, sei nicht so feige. Oh nein, komm, wir haben was zu tun. Da habt ihr auch mal was, damit der wieder happy ist. Also Veluka ist uns ja schon mal sicher, das wird so schnell nicht eingenommen. Respekt tritt er uns bei, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Huldi. Na, ich kann so weit weg eigentlich nichts gebrauchen. Zack. Ne, so weit weg kann ich echt nichts gebrauchen. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich irgendwie schnellstmöglich zurückkomme, bevor die mir die Burg Herringoff hier hinten nehmen. Kannst du haben. Beförderungen. Armbrust-Shooters. Ach ja, stimmt, hier muss ich ja wieder. So. Tritt mir der Fürst bei, oder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was hast du denn da für schöne Gefangene? Hör mal. Rodok-Scharfschützen, bleibt mal stehen, bitte. Ah, die sind genauso schnell wie ich, das ist nicht gut. Mir gefällt es übrigens auch gar nicht, wo die hinreiten. Mir wäre es lieber, die würden anhalten. Ich muss in die ganz andere Richtung, Leute. Ich flehe euch an. Haltet an. Ich will nur die Gefangenen. Kann ich denn überhaupt noch so viele aufnehmen? Nee, gut. Dann mache ich lieber weiter wie geplant. Und schnappe mir die Schweine, die meine Burg da hinten, die inzwischen gar nicht mehr belagert wird. Na toll. Wo ist denn der andere Fürst überhaupt, hä? Kommt der mal? Ich kann hier ja nicht einen ganzen Tag warten. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ich würde dich gerne überzeugen, dass du uns beitrittst. Oh, das ist aber ganz schön, das ist ganz schön unschön. Ich lasse euch selber entscheiden. Gut, dann sehen wir uns. Wann, dann sehen wir uns, ne? Wenn du nicht willst, ich meine, ich kann dich ja nicht zwingen. Oh, was wir hier auf einen Schlag eingenommen haben. Hatte der eigentlich noch mehr als Veluka? Oh, lass doch mal meine Burg da hinten im Frieden. Nö, der hatte nur Veluka. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der noch andere Lehen gehabt hätte. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Wir haben eine gut bemannte Stadt jetzt auf unserer Rebellionsseite. So gehört sie Stadt. Aber was macht denn dieser Matthias, hör mal? Weil er sollte mir ja eigentlich folgen, hat er irgendwie nicht gemacht. Hat er sich verkrümelt in die Stadt? Der Feigling oder was? Der ist gar nicht mehr hier. Wo ist denn der hin? Alles muss man selber machen. Boah, das war knapp. Mein Herr, ich bin Lord Peter und ich würde euch gerne überzeugen. Das versuche ich mal wieder mit dem hier. Weil den da so. Ich meine, ich könnte ihn vielleicht schon besiegen. So ist es ja nicht. Ich habe ziemlich krasse Truppen.
Aber, hi. Also wenn man die ganzen Rekruten, die ich habe, rausrechnet, hat er ja das Doppelte an Kriegern dabei, ne? Das Vierfache, meine ich. Aber wir probieren mal unser Glück. Dann werden wir bis zum letzten Mann kämpfen, wenn er uns nicht beitreten will, ne? Gebt euer Bestes, Reiter. Wir sind im Vorteil, da sie nur zu Fuß sind. Also zeigt ihnen, was wir drauf haben. Viva la Revolution! Jetzt machen wir die Blaufinken grün! Zack! Die einfach mal gar keine Chance gegen uns haben. Okay, Verstärkung, ja. Das könnt ihr gerne haben. No. Oh, ich treffe immer nicht vom Pferd aus hier. Das ist ganz schön kompliziert. Hab was getroffen. Hab was getroffen. Hab was getroffen. Ah, das war ein bisschen früh. Ah, den hole ich mir. Ach, du gehörst ja zu mir. Entschuldigung. Okay. Weg. Entschuldigung. Ich bin zu blöd, den zu treffen. Stattdessen feuere ich lieber auf meine eigenen Leute. Keine Pfeile mehr. Ach, hier gehört schon zu mir. Gut, bloß gerade habe ich nicht getroffen. Oh, da hatte ich einige Verluste, aber ich habe es dem Feind so richtig gezeigt und nehme ihn gefangen. Zusammen mit einigen seiner Leuten, das kann ja alles gut Geld bringen, ne? Apropos gut Geld. Ah, das hat herbe Verluste eingebracht, oh. Aber dafür auch einiges an Erfahrung. Gut, wir sehen uns. Kann ich mir auch gleich noch Rekruten mitnehmen? Oh, schon wieder Banditen. Da habe ich weder Böcke drauf noch Lust. Noch 5 Ritter, die 3 swadischen Ritter. Oh, wer will wir denn jetzt schon wieder an den Karren fahren, hör mal. Lord Peter, bam, 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 sagt er und ich sag,
Versteht ihr? Ich mach den jetzt fertig, Alter. Der greift mich an, obwohl ich noch Hit hab. Der kriegt aufs Maul. Der Drops ist gelutscht. Der ist platt. Imperiumsfaust! Das war eine Beschwörung übrigens. Jetzt sind alle meine Männer 20% stärker. Ah, Verzeihung. Oh, du wirst mich doch nicht hauen wollen, oder? Zack. Was willst du denn, du lächerlicher Rekrut? Weg! Zack. Ich mag euch nicht. Könnt ihr bitte weggehen? Verschwindet endlich! Ihr seid doch alle blöde. Oh, hallo. Ah, oh nee. Jetzt bin ich sauer. Er hat das Katana gezogen. Lauft! Lauft! Wie so eine Ziege. Lauft! Lauft! Geh weg! Husch! Weg mit dem Kopf! Na, der hat schon andere. Na, du wirst sterben, ey! Zack, ans Schienbein, das tut gut. Komm, Gustav. Ach, du gehörst zu mir, du bist ein guter Junge. Hihi. Ans Bein. Ah, verdammt, da reitet ein unbemanntes Pferd. Oh, wo schieße ich denn hin? Das ist meiner, geh weg! Wer mir meinen Kill klaut, den kille ich! Oh, 13 Tote, Heilige! Aber dafür besiege ich wenigstens die Rodok-Leute ein bisschen. Das sind natürlich herbe Verluste hier, aber was ich mal probieren könnte, ist Gefangene zu rekrutieren. Na, niemand akzeptiert mein Angebot. Dann haben sie Bash, sag ich mal. Wird das noch belagert? Oh ja. Sieht's bei mir aus. Könnte natürlich um einiges besser sein, aber... geht gerade halt nicht anders. Emerin, ich komme. Oh, Kerengov belagert. Gebt mir noch ein paar Freiwillige. Im Braven verkaufen wir Rotz. Auf das wir gut Geld bekommen mögen. Marktplatz, Waffenhändler, weg, weg. 900 können wir hier kriegen. Oh, wird ein bisschen knapp, aber das passt noch. Lösegeld! Sofort! Armbrustschützen. Kommt mit. Es ist schon nicht so einfach. Es gibt so viel zu tun bei so einer schönen Rebellion. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt wenigstens schon mal einen Fürsten auf unserer Seite haben. Feinde in der Nähe von Burg Herringhoff entdeckt. Das habe ich mir doch fast gedacht, wenn die belagert wird, dass da auch Feinde in der Nähe sind. Das hätte ja sonst auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Oh, sieh mal einen an. Was geben wir dir denn? Stärke hau ich dir auf den Latz. Ein bisschen was auf Bogen.
kann bei so einem bevorstehenden Kampf wie hier nicht schaden. Lässt er nicht vielleicht mit sich reden? Der Norden! Oh, das wird ein heftiger Kampf. Aber ich sehe nicht ein, dass ich meine Stadt hier kampflos aufgebe. Vor allem nicht, wenn ich in der besseren Position bin. Ich habe nämlich verdammt viele gute Schützen, die nicht. Und die müssen erstmal mit dem Turm hier hinkommen. Nehmt euch den Großen davor. Alle, die unbewaffnet bzw. kein Schild haben, die müssen zuerst dran glauben. Kommt schon. Okay, kann ich die Pfeile nehmen? Nee. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Oh nein. Du hast ein Schild, also nimm ihn besser auch hoch. Sonst geschieht nämlich genau das. Na komm schon. Wie hoch muss ich denn noch? Oh. Ich hasse es, in der Unterzahl zu sein. Wo fahren die hin? Die fahren doch hier hin, ne? Ja. Schön weiter feuern, Männer. Schön weiter feuern. Wie sieht's denn bisher aus? 28 Tote, Verwundete 2, ja. Könnte um einiges besser sein, natürlich, ne? Die Pfeile hier kann ich nicht nehmen. Schade. Oh, oh. Los, Schützen. Ich habe euch hier nicht umsonst stationiert. Da kommen die doch hier hin. Ich glaube, die fahren eher hier ran. Ich stelle mich mal ein bisschen schräg hier hin, so kann ich nämlich so hier drauf kloppen, wenn sie kommen. Das wird ein Kampf, verdammte Nordtruppen. Was wagen die es, sich einzumischen, wenn der wahre König der Rodox hier rebelliert? Hä? Das können die doch nicht machen, dafür kriegen die richtig eine vor den Latz. Hoho! Ho! Hojo! Hojo! Los jetzt, fahrt ran, das Ding! Ich meine, ihr könnt euch auch gerne Zeit lassen. Hey, der steht momentan. Sehr schön. Meine Schützen taugen zu was. Ah, jetzt wird der Turm doch weitergefahren. Ihr müsst die töten, die hier den Turm bewegen wollen. Oh Gott, wir machen hier beim nächsten Mal weiter.